Hallo, ich bin die Carmen und ich bin seit mehr als 14 Jahren schon bei der BFS. Wie war dein Werdegang bei BFS? Ich habe 2008 als Agent bei der BFS angefangen, durfte zunächst im Projekt Bauer das Handwerkszeug für einen Customer Service Mitarbeiter lernen, vor allem die perfekte Kommunikation mit unseren Kunden. Dann habe ich mich spezialisiert, habe in der Auftragsprüfung gearbeitet, was mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Zwischendurch habe ich dann den Standort gewechselt nach Neustadt bei Coburg, bin dort 2015 Teamleiterin geworden in einem Outbound-Projekt. Es war nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten. Da war also Mitarbeitermotivation auch an sehr hoher Stelle und ich erinnere mich noch an das ein oder andere Meeting, wo wir heute noch drüber lachen. Jetzt mittlerweile bin ich wieder in einem Inbound-Projekt tätig, habe tolle Kollegen und ein tolles Team. Welche Aufgaben hast du als Teamleiterin? Sehr viele, alles rund um meine Mitarbeiter, Feedback-Gespräche führen und dadurch die Qualität sicherstellen, Coachings und Workshops durchführen und die Urlaubsplanung, die ist besonders wichtig für die Mitarbeiter. Ein Teamleiter versucht stets, die Arbeitsabläufe und Prozesse zu optimieren. Deshalb ist es super, dass wir mit unserem Auftraggeber sehr nah zusammenarbeiten und wir sind das Bindeglied zwischen den Mitarbeitern, der Basis und unserem Auftraggeber. Erkenntnisse und neue Ideen werden deshalb analysiert und zusammen umgesetzt. Welche Herausforderungen hast du? Bei den ganzen spannenden Themen ist es tatsächlich oft nicht leicht, den Überblick zu behalten und das Wesentliche zu erkennen. Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, mal ein nettes Wort, was den Mitarbeiter wieder motiviert. Dies aber im turbulenten Tagesgeschäft nicht zu vergessen, das ist durchaus eine Herausforderung. Wie gelingt es dir als Teamleiterin, trotz der Distanz im Homeoffice einen Draht zu deinen MitarbeiterInnen zu behalten? Also mit einigen Mitarbeitern habe ich tatsächlich schon zu Office-Zeiten zusammengearbeitet und einige sind während der Homeoffice-Zeit in mein Team gekommen. In unseren monatlichen Teamrunden stärken wir natürlich die Beziehungen, auch im Team zueinander. In Einzelgesprächen, Coachings und Feedbacks wird die Beziehung zwischen mir und meinem Mitarbeiter gestärkt und vertieft und es funktioniert sehr gut. Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn man sich für eine Anstellung im Customer Service interessiert? Begeisterung, smarte Kommunikation, eine hohe Auffassungsgabe, höfliche Umgangsformen und Empathie. Man sollte fit am PC sein, also kleinere technische Herausforderungen selbst lösen können. Darüber hinaus ist ein gewisses Maß an Stressresistenz erforderlich, Flexibilität und Geduld. Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten im Customer Service? Zunächst kann man sich bei uns im Projekt weiterbilden und spezialisieren. Wir haben da zum Beispiel das Backoffice oder Kompetenzteam bei uns. Dann gibt es natürlich zahlreiche Online-Kurse, MS Office, Englischkurse. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Hat ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin die Skills für eine Führungskraft, dann kann sie sich für den Talentpool bewerben. Das kann aus eigenem Antrieb geschehen oder auf Empfehlung der Führungskraft und dient dazu, Mitarbeiter aus eigenen Reihen zu entwickeln. Danke für das Interview, Carmen. Wenn du mehr über die Tätigkeit als Teamleiterin erfahren möchtest, dann schau gerne vorbei unter jobs.bauer-gruppe.com.